Also ich finde dieses Ergebnis also ein sehr gutes Ergebnis, also vor allem also generell für die FDP, weil wir haben im Vergleich zu 2015 machen wir ungefähr bis jetzt 1,3% mehr. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis und wir sind vor CVP, niemand hätte das geglaubt vor heute. Und als persönlich mache ich auch eine gute Ergebnisse im Vergleich zu 2015. 2015 war ich auch Kandidat für Ständerat. Das ist klar, das haben wir andere dann Möglichkeit bei den Medien zu auftreten. Und ich mache ein sehr gutes Resultat und ich möchte die Freiburgerinnen und Freiburger, die für mich gewählt haben, also besten danken vor allem. Es zeigt also, dass der FDP eine starke Partei in Kanton Freiburg ist, weil, wie Sie sagen, wir haben keine Liste unter Verbindung gemacht, nur mit den Freisinnigen, die jungen Freisinnigen, die eine sehr gute auch das Kampagne gemacht haben. Und jetzt, also das ist die sehr tolle Ergebnisse. Es zeigt also, das war eine gute Strategie.